Hallo. Hallo. Ich bin Niki. Ich bin Manuel. Und wir sind die Make-up-Mutanten. Die Saison hat wieder begonnen. Nicht die Glühwein-Saison, sondern die Deklatter-Saison. Aus bis... Hallo. Ich bin Manuel. Und heute möchte ich mich mit Sachen schminken, die es ja irgendwie auch noch gab. Ich habe so eine ganze Reihe an Dingen hier, die ich einfach vergessen hatte. Also nicht Sachen, die ich nicht mag oder so, sondern einfach Produkte, die durchs Raster gefallen sind. Und heute möchte ich mal gucken, warum eigentlich. Gefallen sie mir nicht? Können sie eigentlich auch weg? Oder bin ich einfach nur, habe ich zu viel neues Zeug und sollte sie einfach wieder benutzen. Ich fange an mit diesem Primer. Das ist ein Primer mit Lichtschutzfaktor von Paul and Joe. Den habe ich von Niki geschenkt gekriegt. Ich liebe Lichtschutzfaktor. Also ich benutze sehr gerne mehrere Produkte übereinander mit Lichtschutzfaktor, damit am Ende die Gesamtmenge stimmt. Das heißt, ich habe drunter eine Hautcreme mit Lichtschutzfaktor. Ich nehme jetzt noch einen Primer mit Lichtschutzfaktor, damit am Ende halt insgesamt genug Lichtschutzfaktor drauf ist. Ich brauche einen ganzen Teelöffel dafür. Mit nur einem Produkt ist mir einfach meistens zu viel. Das heißt, ich nehme mehrere Produkte und am Ende habe ich dann den ganzen Teelöffel Zeug im Gesicht, aber halt nicht nur ein Ding und dann noch eine Lage irgendwas anderes drüber. Der ist sehr glowy und das Einreiben macht natürlich meine Haut sehr rot. Das ist jetzt nicht unbedingt ein neuer Effekt. Also das habe ich immer, das ist jetzt nichts, was gegen das Produkt spricht. Als zweites, also als Foundation, benutze ich heute dieses Zeug hier. Ich habe es sehr, sehr geliebt. Das ist die verliebte 24-Hour Freshwear in der Farbe 15. Das ist, glaube ich, die hellste Farbe. Die kriegt man, glaube ich, auch nicht im Laden, sondern nur online. Das ist eine Foundation, die ich sehr mag. Ich habe sie nur einfach vergessen. Also die Pulle ist auch, jetzt sieht man es natürlich nicht mehr eingeschüttelt, ist auch mehr als halb leer. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich sie gekauft und nicht benutzt habe. Ich habe sie benutzt, aber danach einfach vergessen. Ich trage sie hier mit einem Pinsel auf, relativ festen von Real Techniques. Ich hatte einen Korrektor mir noch rausgesucht, den Neutralizer von Maybelline. Ich werde ihn nicht benutzen. Warum sollte ich mich heute anders schminken als sonst? Ein weiteres Produkt, das habe ich eine Zeit lang sehr geliebt. Das ist ein Blush, ein Creme-Blush von Frog Prince. Und das Coole daran ist eigentlich, dass er grün ist. Also er ist nur formal grün, er ist nicht, wenn man ihn aufträgt, wird er rot. Das ist so ein Farbwechsel, was auch immer Ding. Ich benutze den jetzt hier mit so einem Stippling Brush, wie ich Creme-Blushes am liebsten benutze. Und eigentlich mag ich die Farbe, nur irgendwie ist der auch hinten übergefallen in den letzten Jahren. Also ihr seht, die Farbe ist nicht grün. Also so gar nicht, sondern schön frisch. Ich trage Creme-Blushes immer direkt nach der Foundation auf, auch ohne Wartezeit, also ohne die Foundation. Also ich habe hier übrigens nochmal meinen Foundation-Pinsel, um die Ränder zu verblenden. Ich warte nicht, dass die Foundation sich gesetzt hat, um den Creme-Blush aufzutragen, weil sich dann einfach besser verbindet, aus meiner Sicht. Die restlichen Produkte, die ich hier habe, sind alle Puderprodukte, deswegen werde ich mein Gesicht jetzt mal setten.
Dafür ist mir, habe ich das hier wieder gefunden. Das ist der Velvetizer von Urban Decay. Das ist ein loses Puder. Ich habe ihn geliebt. Ich habe den, das ist sogar ein nachgekaufter. Also ich habe den tatsächlich, ich habe den von Niki irgendwann geerbt. Also ich hatte selber einen. Dann habe ich den von Niki geerbt, weil sie ihren nicht benutzt hat und ich das Zeug so toll fand. Den habe ich aufgebraucht und dann habe ich es mir sogar nachgekauft. Also das ist die dritte Pulle. Und dann ist es vergessen worden. Dann habe ich es einfach nicht mehr benutzt und ich weiß nicht warum. Also ich habe mir jetzt einiges hier in den Deckel gestreut und benutze meinen dicken Pinsel und setze mein Gesicht damit. Als nächstes kommt ein Produkt, das habe ich eigentlich schon völlig vergessen. Ich glaube, das muss jetzt langsam auch weg, weil das schon echt alt ist. Das ist von Essence, der Mosaic Blush. Den hatte eine liebe Freundin auf Twitter empfohlen und ich finde die Farbe für mich wirklich gut. Also es ist so ziemlich die beste Blushfarbe, die ich habe. Also es ist ein Puderblush, den tue ich jetzt über meinen Cremeblush. Aber ich glaube, der muss einfach weg. Den habe ich vergessen und der ist einfach nicht mehr so toll. Also er ist einfach alt geworden. Aber ein letztes Mal. Ich habe eine Zeit lang sehr viel Eye Primer benutzt. Ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Der ist von Catrice. Der Pride and Fine Eyeshadow Base. Ich habe ihn zumindest nie wieder gesehen. Und ich benutze auch keine Lidschatten Primer mehr. Wenn ihr euch wegen der Reihenfolge wundert, ja, ich werde den jetzt auftragen, bevor ich den Bronzer auftrage, weil ich den Bronzer meistens noch auf das Augenlicht auftrage. Deswegen muss der Primer da zuerst sein. Der hier ist sogar noch zu. Also ich habe ihn nachgekauft und dann vergessen. Und das muss echt schon lange her sein. Weil ich weiß nicht, wie lange es das Produkt eigentlich im Handel schon nicht mehr gibt. Das muss Jahre her sein. Aber ich fand den mal echt super, als ich noch Primer benutzt habe. Ich glaube, der hat das gleiche Problem wie der Paul & Joe, dass ich einfach Primer so an und für sich nicht mehr so ganz sinnvoll finde. Aber dann kann er eigentlich auch weg. Dann muss ich ihn eigentlich auch nicht behalten. Aber mal gucken, vielleicht. Silvester ja auch schon einen Primer benutzt, um den Lidschatten zu crippen und das hat auch gut funktioniert. Also vielleicht sollte ich einfach wieder damit anfangen. Also fühlt sich eigentlich ganz gut an. Als Bronzer, der hier. Das ist von Lancôme Belle de Teint in der Farbe Belle de Cannelle. Das ist ein eigentlich ein Gesichtspuder. Ich habe es halt in dunkler gekauft, also in der Farbe 06, um es als Bronzer zu benutzen. Das habe ich jahrelang getan, wie man sieht. Also das Ding hat ziemlich viel Dip. Der ist auch relativ glitzerig. Das heißt, als echten Gesichtspuder weiß ich nicht, wer sowas benutzt. Also ich kenne wenig Menschen, die glitzerige, also ich weiß nicht, sieht man das jetzt hier? Die wirklich glitzerige Puder benutzen. Aber nein, ich benutze jetzt hier meinen angeschrägten Puder, Bronzerpinsel. Und werde Bronzer benutzen, was ich eigentlich auch nicht mehr täglich tue. So im Alltag benutze ich meistens eigentlich nur noch Blush und nichts anderes mehr. Also als Kind der 80er kommt mir das natürlich sehr entgegen, dass die Mode da wieder zurückgeht. Dass viel Blush und wenig sonst, finde ich super, ist genau meins. Und aus Gewohnheit bronze ich meine Augenlider. Ich finde, das gibt dem ganzen Look eine gewisse Kohäsion, weil dann die Farben auf jeden Fall zusammenpassen. Egal, was ich dann auf dem Auge veranstalte. Ne?
vielleicht ist Bronzer doch nicht so schlecht. Keine Ahnung. Und ein Highlighter, den, glaube ich, alle vergessen haben. Der OG, wie auch immer, der Mary Luminizer. Meiner ist sogar nochmal nachgepresst, weil ich ihn irgendwie mal runtergeschmissen habe. Der ist immer noch echt schön. Warum benutzt den keiner mehr? Warum benutze ich den nicht mehr? Ich habe keine Ahnung. Er ist irgendwann aus dem Hype rausgefallen und bei mir aus der Rotation. Vielleicht auch, weil ich wenig Highlighter insgesamt benutze. Ich benutze hier so einen relativ banalen, fluffigen Puderpinsel, der zu klein ist für richtiges Puder. Boah, ist der heftig. Vielleicht benutze ich ihn deswegen so selten. Für die Augenbrauen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es das noch gibt. Das ist von NYX ein Stift, der so oval war. Seht ihr das? Die Farbe ist super. Er ist sehr, sehr trocken. Der würde wahrscheinlich Niki gefallen. Ich weiß nicht, warum ich den nicht benutzt habe. Inzwischen, ja, er ist halt in meiner Schublade. Und ich benutze normalerweise die etwas dünneren, die jetzt gerade nicht da sind. Ich glaube, ich lasse mich auch zu sehr von dem beeinflussen, was auf YouTube, TikTok, wo auch immer gerade in ist. Und vergesse die Produkte, die ich noch habe. Die Farbe ist auch irgendwie komisch. Sehr gelb. Obwohl ich die eigentlich nicht schlimm finde. Also so überhaupt nicht schlimm im Sinne von eigentlich sogar ziemlich gut. Das Oldschool-Bürstchen ist natürlich auch sehr putzig. Aber es funktioniert. Eigentlich nichts dagegen zu meckern. Als Gel, also da weiß ich tatsächlich, warum ich es nie benutzt habe und eigentlich kann es auch weg. Das ist von Douglas ein Brow Gel, das völlig absurd gemacht ist. Das ist so ein Plastikbürstchen. Und hinten dreht man dran, bis Produkt vorne rauskommt. Es ist absurd. Ihr seht, hier ist das Produkt schon wieder auf der Bürste, aber verteilt sich irgendwie nicht. Und jetzt habe ich wieder zu viel. Ach, ich gebe es auf, das Zeug taugt nicht, das kann eigentlich gleich weg. Jetzt bin ich eigentlich mit der Base durch. Und jetzt kommt die. Was bin ich hinter dieser Palette hergerannt? Was wollte ich die unbedingt haben? Was liebe ich diese Farbkombination? Und dann benutze ich sie nie. Und ich habe keine Ahnung warum. Deswegen tue ich das jetzt. Ja, ich fange an, wie die meisten, mit diesem goldigen Ton. Laredo. Ich benutze den mit den Pinsel, die von Urban Decay sind, meistens richtig gut. Konzentriere es im Augenaußenwinkel, aber ich verteile es eigentlich im ganzen Augenlid, weil es als Base eine sehr schöne Farbe ist. Macht halt ein bisschen Schatten, was ich gut brauchen kann, dann kommt mein Auge nicht so vorne. Lässt meine Augenhöhe wieder etwas tiefer erscheinen. Das gleiche von unten. Okay, ich brauche da mal einen Pinsel.
jetzt einen anderen flachen Pinsel und nehme die Farbe Cowboy Rick, also dieses glitzerige Silber hier, und verteile es wie so häufig auf dem kompletten Mobilenlid. Ja, ich gebe zu, diese Palette ist schön. Ich mag sie immer noch sehr. Aber hätte ich sie mir nicht gekauft, hätte ich sie wahrscheinlich komplett vergessen. Also, sie ist kein Klassiker der Weltgeschichte. Sie ist nicht. Sie ist eine schöne Farbstory. Sie gefällt mir wirklich sehr. Aber sie ist nicht. Nichts, was man den Kindern vererben möchte, dieses Ding. Also wieder einen hellen Kajal, den ich mir jetzt in die Augeninnenseite gebe, um eine Barriere zwischen der Farbe von außen und dem Innenrand zu machen, weil bei so Grüntönen sehe ich schnell aus, als sei es ein schief gewordener blauer Fleck. Jetzt kommt ein Produkt. Meine Fresse, bin ich da hinterhergerannt. Ich habe es gerade in meiner Backup-Schublade wieder gefunden. Der ist jetzt auch nicht geöffnet. Das ist von Tarte der Camera Light Lashes. Das war mal der absolut gehypteste, die absolut gehypteste Mascara überhaupt. Ich bin der nachgerannt wie nichts Gutes. Naja, und dann habe ich sie vergessen. Also, immer noch eine gute Mascara. Also die Bürste ist sehr angenehm, ist recht klein. Man kommt gut an die kleineren Wimpern im Augeninnen- und Außenwinkel ran, ohne sich sofort ins Auge zu stechen. Damit die Formel ist relativ trocken. Also gute Mascara, keine Frage. Aber jetzt auch nicht eine für die für Geschichtsbücher. Irgendwer einen Mascara auf dem unteren Wimpernkranz anbringen, ohne dummes Gesicht zu ziehen. Dafür ist sie übrigens sehr gut geeignet, dadurch, dass die Bürste so klein ist, kommt man an die Wimpern ran, ohne die Haut gleich mit zu erwischen. Also es ist wirklich eine gute Mascara, ja. Aber ehrlich, warum bin ich der so nachgerannt? Es gibt wirklich viele andere. Das ist keine Mascara, an die ich mich in 10 Jahren noch erinnern werde. Nicht mal in einem halben Jahr. Also wenn ich sie nicht zufällig in meiner Schublade gehabt hätte, hätte ich sie wahrscheinlich jetzt schon vergessen. Zuletzt, der hier. Das ist Big Bang von Urban Decay. Also ihr seht, es ist relativ viel Urban Decay dabei. Wahrscheinlich ist Urban Decay im Moment einfach sehr aus dem Bewusstsein weg. Und damit aus meinem auch, weil ich bin YouTube geschädigt. Ein wunderschönes Pink, passt wunderbar zu meinen Haaren. Hätte ich eigentlich Silvester tragen sollen, wenn ich daran gedacht hätte. Aber ich hatte ihn vergessen. Der ist sogar noch gut. Sehr kühles Pink, wie ich sie sehr mag. Ein Setting Spray, was ich vergessen habe, habe ich nicht mehr, weil ich ja vor einiger Zeit dieses Setting Spray Video gemacht habe. Wir verlinken es euch wo auch immer. Und damit
sind sie mir alle wieder ins Gedächtnis gekommen. Das heißt, ich habe jetzt keins, von dem ich nicht mehr weiß, dass es das gab. Ich benutze jetzt trotzdem eins. Das, was halt hier im Moment steht, das ist immer noch das HD Active Performance Longwear. Das hatte ich Silvester, glaube ich, auch schon drauf. Deswegen steht es halt noch hier. So, und was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Ich habe keine Ahnung. Also, der Mosaikblush kommt weg. Der ist einfach zu alt, der ist kaputt. Ich glaube, der hat auch schon Pickel. Er war schön, aber ich benutze ihn nicht. Und damit ist er Geschichte. Die Foundation, wie gesagt, ich habe sie zweimal. Die dunkle ist fast unbenutzt. Die werde ich einer Freundin anbieten und ansonsten kommt die auch weg, weil ergibt keinen Sinn. Das gleiche gilt für den Löscher in der Farbe Neutralizer. Den habe ich ein einziges Mal benutzt. Eigentlich passt die Farbe gut. Ich benutze keine Concealer mehr, von daher geht der auch aus meiner Rotation raus. Den Paul & Joe Primer werde ich behalten. Vielleicht benutze ich ihn im Sommer wieder. Der gibt einen schönen Glow. Der ist sehr, sehr glowy, sehr frisch. Vielleicht ein bisschen zu sehr. Ich gebe ihm nochmal eine Chance. Der Blush von Lipstick Queen. Ich glaube, ich behalte ihn aus historischen Gründen. Aber benutzen werde ich den nicht mehr. Der ist, glaube ich, auch schon zu alt. Ich fühle mich nicht mehr wohl mit dem. Die Light Camera Lashes von Tarte, kommt weg. Der NYX Braunstift kann weg, der ist mir viel zu trocken, es ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich glaube, den gibt es auch nicht mehr, es ergibt also keinen Sinn mehr, hier darüber zu sprechen. Oh, völlig vergessen, wollte ich eigentlich auch noch benutzen, ist von Sephora, der Easy Smoky Eye Stift. Als ich ihn vorhin rausgeholt habe, um ihn zu benutzen, stellte sich raus, dass der komplett eingetrocknet ist. Das heißt, ihn jetzt wieder zu reaktivieren, ergibt jetzt auch keinen Sinn. Der kommt auch weg, auch wenn ich ihn jetzt nicht benutzt habe. Ja, das war's, glaube ich. Der Rest darf bleiben und ich sollte ihn öfter benutzen. Bis bald.